gerade aus dem Bus ausgestiegen. Es ist ungefähr 7 Uhr, also 19 Uhr. Ich hatte gerade Dienstschluss von der Arbeit und ich mache mich jetzt auf den Weg zu Soli, beziehungsweise ich bin schon fast da. Der Stall ist hier auf der Straße. Hallo. Hallo. Hey. Genau, ich mache jetzt erstmal Futter. So, ich habe Soraya jetzt Futter gemacht. Das ist hier Basic Müsli, diese Kräutermischung, Möhre und ein Stück Banane und da ist noch Leinöl drauf. Und das bekommt sie jetzt. Soli! Soraya ist jetzt fertig gemacht. Wir sind heute in Gelb unterwegs mit einer Unterschrift von der Annika Hansen. Ja, ich bin auch fertig gemacht. Ich habe meine Stiefel an und die neue Reithose, die ich im letzten und vorletzten Video vorgestellt habe. Und die werden wir heute mal testen. So, ich hoffe, dass jetzt alles gut klappt, weil wir hatten ja gestern unseren kleinen Sturz, beziehungsweise ich bin von hier runtergefallen. Zum ersten Mal in meinem Leben bin ich vom Pferd gefallen. Und ja, ich hoffe jetzt, dass alles gut klappt und sie sich nicht erschreckt. Geht schon gut los. Ja. So, ich bin jetzt eine halbe Stunde geritten und es war auch eigentlich ganz gut, nur irgendwie ist Soraya in den letzten Tagen richtig schreckhaft. Und deswegen ist mir das jetzt irgendwie zu riskant, weil ich bin ja gestern gestürzt und bin deswegen noch nicht ganz fit. Also mein Steißbein tut noch weh und der hat sich jetzt auch eben dreimal erschrocken und ist dann über den ganzen Platz mit mir gebuckelt, aber es ist nichts passiert. Das, was wir geritten sind, war auch eigentlich ganz gut, die war eigentlich ganz locker, nur mir fällt das irgendwie richtig schwer, sich zu konzentrieren. Deswegen werde ich sie jetzt noch eine halbe Stunde longieren, damit sie sich so eine Stunde bewegt hat. Dann gehen wir noch ein bisschen spazieren. Ja. So, wir gehen gerade spazieren noch eine kleine Runde. Ich habe sie jetzt über eine halbe Stunde longiert. Hat eigentlich auch ganz gut geklappt. Ich habe sie jetzt auch extra da an den Ecken longiert, wo sie sich immer erschreckt. Ja, war erst ein kleiner Kampf, aber wir haben es geschafft. Ich habe die Maus jetzt wieder ausgezogen und bringe sie jetzt zum Paddock. Dann kann sie da noch ein bisschen grasen, während ich ihre Box mache und die Sachen wegräume. Ne, Soli? Ja, die ist ganz müde, weil in den letzten Tagen haben wir nicht ganz viel gemacht. Also wir waren schon, ich war schon hier, aber die Tierarzt hat ja gesagt, ich soll ein bisschen langsamer machen. Und das haben wir auch gemacht, aber jetzt können wir wieder den Platz abgeäppelt und den Paddock und mache jetzt die Box. Ich habe gerade richtig komisch einfach einen Knochen gefunden. Der war einfach so groß und keine Ahnung wovon. Ich glaube, der ist von einem Vogel oder so. Ja, auf jeden Fall mache ich jetzt ja, die Box. So, die Box ist jetzt fertig. Ich muss nur noch Heu machen. Aber ich gehe sogar jetzt mal vom Paddock holen, weil sie ihr Futter kriegt. Und dann kommt sie auch in die Box. Ist jetzt auch schon gleich 10 Uhr. Soraya ist Box jetzt fertig. Soraya hat gefressen und steht jetzt in der Box. Und jetzt nach Hause, ist schon dunkel. Tschüss!